Hast du deinen Job verloren? Will der Zahnarzt nur noch bohren? Bist du aus dem Bett gefallen? Ist die Nordsee voller Quallen? Macht dein Rechner dich verrückt? Ist die Torte dir missglückt? Ist dein Auto am Verrecken? Droht der Fiskus mit Vollschrecken? Und siehst du die Stadt in Rente? In einem Armutsambiente? Dann nimm dir einen Stift und schreib ein Lied. Mach ein Lied raus, 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 mach ein Lied raus. Und mit so einem netten, kleinen, süßen Lied machst du dann vielleicht auch endlich mal Profit. Und dann ist total in Selbstmitleid. Ach, Selbstmitleid heißt auf Englisch übrigens Self-Pity. Self-Pity, ja, weiß ich, aber warum sagst du das jetzt? Wir machen deutsche Enfant. Aber mittlerweile kannst du doch in jedem zweiten deutschen Satz mindestens drei Anglizismen angeln. Ja, okay. Mach mal weiter. Wo haben wir stehen geblieben? Du liegst völlig abgefuckt mit dem Rotwein auf dem Bett. Ne? Genau. Ja. Und du feierst deine Self-Pity-Party. Und weißt du was? Das ist okay. Wir machen alle mit bei der Self-Pity-Party. Denn Leben tut halt manchmal weh. Wir wollen jammern, laut als jammern und schluchzend und mit Wehgeschrei an alte Zeiten klammern. Vom Pass beinahe und Klapp vorbei erzählen, uns mit um Haaresbreite und dann noch nicht quälen. Wollen an alten Wunden kratzen, über unser Unglück schwatzen, über Träume, die zerplatzen, wie wir Chancen stets verpassen. Hat von Ihnen jemand eine Céline Dion dabei? Oder Tom Waits. Tom Waits tut's auch. Also mir würde auch ein Johnny Walker genügen. Ja, aber ohne Musik geht gar nicht. Wir müssen uns noch ein bisschen einrufen. Komm, spiel mal was Depressives. Ich fühle mich gerade ganz gut. Ja, denk an was Trauriges, denk an deine Rente. Oh. Ja, was wir kriegen. Und jammer. Meine Waschmaschine ist kaputt und dann ist auch noch mein Lieblingspulli eingelaufen und die Handtücher sind klatschnass und werden einfach nicht trocken. Und dann ist Mutti bei der Tochter auch kaputt. Wir hängen in der Wohnung rum und wirken. Und dann muss ich stundenlang in der Garantie-Hotline hängen und jetzt wollen ich hab keinen Kaffee gekauft. Ein Akkordeon. Wir drehen uns und tanzen Musette. Ach, wie nett, es ist nur ein Traum, also was macht das schon? Weißt du, dass man das auch mit beiden Händen spielen kann? Ja. Ja, aber ich meine halt mit beiden Händen gleichzeitig. Haben wir jetzt keine Zeit für. Warte mal. Hast du denn damit Probleme, wenn dein starker Mann beim Tanzen führt? Anscheinend schon. Ach was, als ob ich mich hier schäme. Ich bin immer in der Okay, ihr könnt alle mitzählen. 5, 6, 7, 8. Dicker Elefant mit Life Crisis.
gleich um die Ecke und schon hat sie alle Song gerannt. Nein, ich hab sie nicht kommen sehen, ich bin nur noch gar nicht dran. Und ganz ehrlich kann ich's nicht verstehen, sicher hat die Krise sich vertan. Bald ein Kreis auf dem Abstellgleis. Na gut, ein paar Dinge kann man nicht mehr erwarten. Immer sehr entspannt im Gegensatz zu dir. Ja, ich bin ja auch die Mutter. Ich bin für alles verantwortlich, was Sie später in Ihrer Midlife-Crisis Ihrem Therapeuten erzählen. Doch dann tanze ich wie immer den Tango mit dir und weiß, es wird schon gut, denn du bist ja bei mir. Ist das wie traurig oder heiter? Wir beide, wir tanzen einfach weiter. Ändert das Lied auch den Rhythmus und die Melodie? Das ist nicht schlimm, ich mein ja nur. Mal spielt sie in Moll und mal in Dur. Leicht oder schwer ist die Choreografie, die kennst du vorher nie. Auf dem Spielplatz früher, ne? Da haben meine Freundin und ich immer darauf geachtet, dass die Kinder sozial sind. Also Förmchen teilen, sich beim Schaukeln abwechseln, nicht mit Sand werfen. Ist doch super. Ja, aber da gab es auch Mütter, die tickten ganz anders. So. Jerome, lass dir nichts gefallen, ich pass auf, das Blach klaut dir die Schippe, hau drauf! Oh, du meinst, es waren so eine Kampfmütter am Start. Ja. Und jetzt stell dir mal diesen Jerome später als 120 Kilo Muskelmasse mit Goldkettchen vor. Also, wenn der sich vordrängelt und dir den letzten Parkplatz vor der Nase wegschnappt, dann sagst du dann nur, okay, nicht schlimm. Ich will noch eine Runde. Das Luder Chantal, die roch nach Gefahr, die hat mir den Jungen verführt. Er zählte doch gerade mal 30 Jahre und hatte noch gar nichts kapiert. Sie war eine belämmerte, blöde Blondine, die war nichts für einen wie Gerd. Drum legte ich sie einfach betäubt auf die Schiene, das ist mir mein Junge wohl wert. Sie konnte nicht spüren, sie schlief tief und fest. Ich bin ja durchaus human. Der Schnellzug von Düren, der gab ihr den Rest. Ja, ich liebe die Deutsche Bahn. 5, 6, 7, 8. Alle unsere Händchen fliegen in die Höhe, fliegen in die Höhe. Klatschen links und klatschen rechts, klatschen links und klatschen rechts, klatschen links und klatschen rechts, klatschen, 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 klatschen. Ja, ihr seid super, super tolles Publikum. Ich habe noch nie so viel Tanz auf der Stelle erlebt. Ja, ganz toll, oh, ganz toll. Super. Sag mal, also eine intellektuelle Tanzleistung war der Text ja jetzt nicht gerade. Nee, aber so ein bisschen Applaus zwischendurch ist noch ganz schnell. Doch Diebeskluft ist mir nicht fremd, ich guck ja RTL. Er ist ein junger, hübscher Hühne und sieht ganz verdattert aus und fragt mich mit entsetzter Miene. Ist das nicht Herr Meyers Haus? Nein, sag ich, und also bitte Herr Meier, der wohnt nebenan. Ich frag sie, wie man meine Hütte mit deren Schloss verwechseln kann. Ach, sagt er. Es gab ein Problem. Mein Handy-Akku ist ganz leer. Und ohne GPS-Systeme fand ich dann deren Haus nicht mehr. Er wird erschöpft und sehr frustriert. Er tut mir richtig leid. Drum frag ich ihn ganz couragiert. Haben Sie etwas Zeit? Aber sicher, jetzt ist auch egal. Und unter der Decke zu zweien rutsch ich ganz dicht an ihn ran. Und endlich schlafe ich ein. Tja, manchmal braucht's einen Mann. Der kleine Mann im Ohr wieder mal rumpoltert und sagt, hättste, könntste, würdste, dürfste. Dann sagen Sie ihm einfach, Klappe halten.
Hetze wärste auch nicht anders. Ein sanfter Schein strahlt warm zurück. Der Traum liebt dich Thank you.